So, da sind wir schon bei der ersten Aufgabe, nämlich fange einen Gegenstand mit der Angel an verschiedenen Orten mit Angelverbotsschildern. Ich habe schon selber nachgeguckt, das Ganze ist an einem bestimmten Ort möglich, also in einer Runde. In welchem Modus werde ich das Ganze machen? In der NFL Rumble. Ist jetzt nicht Gruppenkeile, sondern hat gerade nur einen anderen Namen bekommen. Ich habe nämlich eben schon gedacht, oh Gott, jetzt sag nicht, die Gruppenkeile sind weg. Aber bevor wir jetzt gleich loslegen, wer Bock hat auf eine Skin-Verlosung, beziehungsweise Bock hat auf einen legendären Skin, dann einfach in die Videobeschreibung gucken. Da der oberste Link ist das extra Video, wo ich dann nochmal extra erkläre, wie ihr den Skin gewinnen könnt, beziehungsweise wie ihr teilnehmen könnt. Also einfach mal Videobeschreibung abchecken oder halt oben rechts in der Infobox oder ganz am Ende vom Video, da werde ich dann nochmal das Ganze verlinken. Gerne dann ein Abo da lassen, wenn ich dir helfen konnte. Und natürlich ein Like da lassen, wenn ich dir auch helfen konnte. So, jetzt gehen wir direkt mal los und wir haben direkt Glück, denn wir müssen das Ganze bei Slurpee machen. Wie gesagt, ganz simpel erklärt, wir gehen hier einmal im Kreis. Wir gehen einmal hier hin, also einmal gehen wir dahin, einmal gehen wir dahin und das andere Schild ist hier unten, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Doch, da unten ist das. So, wir gehen aber rechts rum. Das heißt, wir fangen hier bei dem ersten Schild an. Wie gesagt, das ist die Kurzfassung. Ich denke mal, die meisten werden wissen, welche Stellen ich genau meine. Aber ich werde euch natürlich zeigen, wie ich das Ganze auch löse. Und nicht einfach nur quatsche. Da und da müsst ihr hin. Gut ist. Video zu Ende. Danke für die Aufrufe. So, gehen wir nämlich erstmal hier hin, holen uns eine Waffe, nicht, dass doch ein Gegner rüberkommt. Ja, jetzt muss mir natürlich die Sniper klauen. Zack, eine Angel, zack. Einmal die Angel ausgeworfen. Komm, Fisch. Zack, das war Angelstelle Nummer 1. Holen wir uns gerade die Pistole wenigstens mit. Dann gehen wir direkt zur Angelstelle Nummer 2. Die ist nämlich hier vorne direkt. So, einmal hier schnell durchhuschen. Aber hier mit dem NFL, das wurde auch nicht angekündigt, oder? Ich bin mir nämlich da gerade nicht sicher, aber ich meine, mir ist nichts bekannt davon. Aber ist natürlich nicht schlecht mit den neuen Skins dann. So, hier ist die zweite Angelstelle. Und jetzt müssen wir halt hier vorne hin. Und wie ihr seht, ist alles in einer Runde machbar. Es kommt halt nur darauf an, wie in Gruppenkeile logischerweise die Flugroute ist. Aber ihr könnt es natürlich auch im Solo-Modus probieren. Aber da werde ich euch direkt sagen, könnte das Ganze ein bisschen schwieriger werden, weil Slurpee ist sowieso ein beliebter Ort. Und da werden natürlich reichlich Gegner auch sein. So, Munitionskiste haben wir hier gerade keine. Aber machen wir erstmal das Angeln fertig, sodass ihr genau seht, wo ihr hin müsst. So, hier sind wir nämlich schon. Hier seht ihr das Schild. Ganz simpel. Und dann Abfahrt. So, hat er schon angebissen. Und schon haben wir die erste Aufgabe fertig. Ist eigentlich ziemlich simpel, würde ich sagen. So, wenn ich dir damit, wie gesagt, schon mal helfen konnte, gern Abo da lassen. Like da lassen, schreibt von mir auch gerne was in die Kommentare, ob ich dir helfen konnte oder nicht. Und dann würde ich sagen, euch schon mal haut rein. Und die alten Hasen unter euch, ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Wir werden jetzt noch gucken, ob wir nochmal einen Sniper finden, noch ein bisschen die Mission weitermachen. Weil, ihr wisst ja, wir müssen immer noch die Elite-Herausforderung machen. Ich will doch irgendwie beim Level deutlich höher kommen. So. Das ist natürlich das Problem durch das Angeln, kaum gelootet, man kennt es. Ah, auf der Brücke war da noch eine Kiste. Aber ich glaube, der hat sich die jetzt gekrallt. Yep. Das ist natürlich loot-technisch, sind hier nämlich sehr viele gelandet, was nicht gerade von Vorteil für uns ist. Nehmen wir uns erstmal. Aber wir können eigentlich auch die Angelaufgabe auch weitermachen, indem wir einfach gucken, wo gerade Schwärme sind. Weil, wie gesagt, in Gruppenkeile könnt ihr halt wirklich eure Prestige-Missionen optimal nutzen. Weil wir haben ja auch im Livestream geguckt, dass wir die da zusammen machen können, einfach Gruppenhilfe aktivieren und dann läuft das Ganze eigentlich schon. Das Problem ist hier in der Strömung, ich sehe nie die Schwärme. Da, ich erkenne nicht den Schwarm. Klar, ich sehe jetzt die Fische da drin, um Gottes Willen. Aber das Problem ist einfach, dass man sie halt nicht von weitem wirklich erkennt. Eigentlich nur, wenn gerade ein Fisch rausspringt. Weil ich laufe ja nicht die ganze Zeit so hier rum. So. Ja, Zone ist natürlich genau in die anderen Richtungen. Das Problem ist, ich hätte natürlich gern noch einen Sniper. Ein Sniper wäre echt nicht schlecht.
aufgefallen. Eigentlich, ihr seht hier oben links, ich habe eigentlich den anderen Skin genommen. Plus das Backpack. Aber hier in dem Modus läuft mir. Aha, Ehre. So. Damit können wir doch schon mal den Krieg ziehen. Man kennt es. Und wie gesagt, seid nicht böse, da ich gestern halt den Ton ausgemacht habe, beziehungsweise den Sprachchat. Aber das liegt einfach daran, wenn zu viele zu viel Blödsinn reden, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber dann kann ich das nicht machen. Der eine macht einfach Musik an und. Also so Sachen kann ich halt leider echt nicht im Stream laufen lassen. Ich denke mal, dass die meisten das natürlich auch verstehen werden. Ich meine, die Leute haben direkt die anderen quasi angekackt, in Anführungszeichen. Sie sollen bitte aufhören damit, aber ihr wisst selber, wie das ist. Wenn man jünger ist, lässt man sich doch nichts von irgendeinem anderen sagen. Man kennt es. Von daher müssen wir das Ganze halt dann ab und an mal wieder anders machen. So, jetzt habe ich nur nicht genug Metz, um in die Zone zu kommen. Wenn ich hier natürlich gerade noch schön eine Medaille mitholen kann, wäre natürlich echt nicht schlecht. Weil ich habe schon gesehen, manche sind schon bei Level 350 etc. Und das ist natürlich für mich schon der Anreiz. Ich will weiterkommen. Aber jetzt durch die Aufgaben kommt natürlich auch wieder mehr hinzu. Aber ich weiß natürlich auch, ihr werdet auch die Aufgaben machen. So, ich war gerade überlegen, ob ich mich einfach umbringen soll, weil ich glaube, das ist die schnellere Variante, als jetzt versuchen, in die Zone zu kommen. So, einmal freier Fall. Man kennt ihn. Da hat er noch versucht, auf dem Boden weiterzulaufen. Und komischerweise, jetzt habe ich keinen Datenverlust, ne? Das ist immer nur, wenn ich mit euch in der Lobby bin. Ist irgendwie ganz komisch. So, man nutzt hier noch die Vorräte mit. War jetzt nicht so interessant. So, wo ist denn hier Sammelpunkt? Ach, bestimmt Dirty Dogs. So, wo ist der? Ein Opfer brauche ich. Ein Opfer, Headshot, 256 Schaden und Abfahrt. Und ich sehe schon, der erste ist schon abgesprungen, was die Mitgliedschaft betrifft. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wer es war. Aber guckt einfach mal nach. Es kann nämlich sein, dass gerade wenn du gerade zuguckst, das Mitglied ist, was nicht verlängert hat. Ist auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Aber wundert euch dann nicht, wenn andere schon länger dabei sind, obwohl sie erst später angefangen haben. So, wo ist er? Ich sehe hier keinen. Hallo. Das Typische. Ein Sniper-Schuss und danach ist Ruhe. So, wo ist er denn? Sprunggegner. Alter, dass ich hier überhaupt noch hochgehen kann, wollte ich gerade sagen. Das war eigentlich viel zu steil. Gegner, Gegner. Ich kann schon fast gar nicht glauben, dass hier keine Gegner sind. Also 19 Gegner sind da. Ja gut, da unten brauche ich noch keinen zu versuchen zu holen. Für einen Zickzack zu laufen. Schön. Das müssten jetzt eigentlich die 200 gewesen sein. Kampfmedaille und Scharfschützenspezialist. Man kennt ihn. Den Kill holen wir uns natürlich auch mit. Von wo denn hier wieder überall? Gut, den Kill haben wir uns auch noch geholt. Den auch noch. Ah, ich glaube, der nächste wird uns wegholen. Deshalb haben die ja jetzt angekündigt, dass die im Update hingehen wollen. Und uns 25 Leben geben wollen für jeden Kill. Das Problem ist, hier erkennst du fast Freund nicht von Feind. Das ist nämlich das Problem hier. Och komm, der muss mir natürlich den Headshot geben.
So, aber ich würde sagen, wir haben unsere Medaillen geholt. Ich kann weitermachen mit den Aufgaben. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte auch dir helfen. Erstmal danke für den Support, dass du so lange dabei geblieben bist. Und in dem Sinne würde ich schon mal sagen, haut rein.